Gott erhört Gebet von C.H. Spurgeon. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten, so sollst du mich preisen. Psalm 50, Vers 15. Das ist in der Tat eine Verheißung. Hier ist eine dringende Angelegenheit, der Tag der Not. An einem solchen Tag ist es um die Mittagszeit dunkel und jede Stunde scheint schwärzer als die vorhergehende. Das ist die gegebene Zeit für die Verheißung. Sie ist geschrieben für den wolkigen Tag. Hier ist ein leutseliger Rat. Rufe mich an. Wir sollten diese Ermahnung nicht nötig haben. Wir sollten Gott immer und alle Tage anrufen. Welche Gnade, dass es uns freisteht, Gott anzurufen. Wie viel Weisheit gehört dazu, guten Gebrauch von diesem Vorrecht zu machen? Wie töricht, hinter Menschen herzulaufen. Der Herr fordert uns auf, unsere Sache vor ihn zu bringen. Lasst uns nicht zögern, das zu tun. Hier ist die ermutigende Zusicherung. Ich will dich erretten. Wie die Not auch aussehen mag, der Herr macht keine Ausnahmen, sondern verheißt völlige, sichere, fröhliche Errettung. Er will mit eigener Hand unsere Rettung herbeiführen. Wir glauben es, und der Herr ehrt den Glauben. Der Schluss darf nicht vergessen werden. Du sollst mich preisen. Sollten wir das nicht von ganzem Herzen tun? Wenn er uns gerettet hat, wollen wir ihn dankbar preisen. Und da er es sicherlich tun wird, lasst uns gleich damit beginnen, ihn zu verherrlichen.